Das ist er, der Gyros mit Metaxa-Sauce. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch gleich. Zwar habe ich hier Olivenöl vom Thomas Ramstein, das ist hier bei uns hier in der Region von Pirmasens. Und ich muss ehrlich sagen, das ist einfach hammergeil. Geht einfach mal bei Instagram oder Facebook, geht einfach mal beim Thomas Ramstein drauf. Der macht mega geile Sachen, hat natürlich viele Grills, der kennt alle großen YouTuber in der Barbecue-Szene. Also geht einfach mal dorthin und schaut mal und probiert vielleicht Musael. Also das ist keine Werbung oder irgendwas, das habe ich erkauft. Und das ist wirklich hammer, hammer geil. Und mit dem machen wir halt das Rezept. So, kommen wir zu der Zutaten. Hier haben wir 1,5 Kilo Nackenfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Oregano, Paprika, Kumin, Koriander und Pfeffer. Hier haben wir die Metaxa für Metaxa-Sauce, Olivenöl, Pfeffer und Salz, Tomatenmark, Paprika, Pizzatomate, geriebener Käse. Genaue Angabe dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Das erste, was wir jetzt machen, ist natürlich die Metaxa-Sauce. Dann würde ich sagen, gehen wir an den Grill. Gut, dann machen wir jetzt die Zwiebeln drin. Und das werde ich hier auch noch machen. Und die Paprika können wir auch gleich dazu machen. Die tun wir jetzt also klebrig hier andünsten. Jetzt haben wir sie bis hier angedünscht. Und jetzt gehen wir hier und nehmen wir die Tomatenmark mal da drin. Machen wir ab hier außen. Dann Knoblauch. Und der Paprika. Das können wir jetzt schön wieder brieren. Jetzt haben wir das da. Und jetzt nehmen wir den Weißwein und tun das ein bisschen ablöschen. Und dann bleibe ich hier in Korolose. Boah, was ein Duft. Jetzt haben wir das bis hier abkorgelos. Nun gehen wir hin und nehmen den Metaxa. Machen den Aren. Boah. Boah, mega. Jetzt nehmen wir Fleisch dazu, Sahne, Sahne dazu und die Tomate mag auch noch rein. Jetzt drehen wir das Ganze schön in. Schön ingerieren. Jetzt tun wir es noch mit Salz und Pfeffer. Tun wir gerade. Das schmecken wir auch gleich ab, weil eine genaue Angabe habe ich jetzt keine dafür. Drehen wir mal kurz ohne. Machen wir gerade mal einen Löffel und schmecken es gerade mal ab. Hören wir mal.
Fällt aber noch ein bisschen Salz. Schätze an. Machen wir noch ein bisschen Salz drauf. Gut. Das drehen wir jetzt noch mal ein bisschen runter. Und dann lassen wir es noch mal schön aufkochen. Ja, jetzt haben wir schön inkochen gelassen. Und ich würde sagen, jetzt holen wir das runter. Und dann sehen wir uns am Tisch. Gut, haben wir die Metaxa-Sauce haben wir runtergeholt. Aber die ist noch nicht fertig. Ich probiere es aber noch einmal. Und zwar, mir war der Geschmack nicht so arisch. Ich habe jetzt einfach mal von dem Whisky-Pfeffer genommen. Das ist ein bisschen intensiver. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach noch mal. Ja, es kommt schon auf jeden Fall. Könnte man vielleicht noch ein kleines bisschen dazu machen. Ich mache noch ein kleines bisschen dazu. Jetzt probieren wir es noch mal. Ja, das ist schon viel besser. So, aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt nehmen wir das Ganze und ich mache mal kurz den Löffel weg, dass ich Platz habe. Jetzt nehmen wir das Ganze, hole es so raus und machen das in den Messbecher. Ja, wir machen es wohl nicht gleich ganz voll, wir machen das auf zwei Schritte, würde ich sagen. Und nehmen wir den Pürierstab. Und pürieren das. Das machen wir jetzt komplett mit allem, würde ich sagen. Und dann schalte ich euch gleich wieder dazu. Gut, die Sauce, Metaxa-Sauce, haben wir jetzt komplett püriert. Die brauchen wir jetzt nicht, die können wir auf die Seite stellen. Und jetzt gehen wir ans Fleisch. Das braten wir jetzt erst mal an, dann gehen wir an den Dutch. Dann nehmen wir die Zwiebel hier und ach ja, so meine Schäfer anbraten und dann machen wir gleich schon mal das Fleisch dazu. Gut, das tun wir jetzt erstmal ein bisschen anbraten. Gut, jetzt haben wir sie gleich ein bisschen angebraten. Und nun gehen wir hier und nehmen die Paprika und machen darin. Dann drehen wir jetzt ein bisschen rum. Nehmen den Knoblauch. Nehmen wir mit A komplett drin. Jetzt tun wir es nochmal gleich ein bisschen rumrühren und jetzt gleich ein bisschen anbraten nochmal. So, jetzt gehen wir hier und machen die ganze Gewürze drüber. Gehen wir das nochmal schön in. Und lassen wir das nochmal ganz kurz ins Fleisch ziehen. Und dann gehen wir nämlich schon hier und machen die Soße drüber. Boah, das riecht aber gut. Gut, würde ich sagen. Jetzt haben wir schön rumgerührt. Jetzt gehen wir hier und nehmen wir von dem Pfeffer. Also ich liebe den Whisky-Pfeffer. Und nehmen noch ein bisschen Salz. Das drehen wir jetzt noch mal ein bisschen runter. Okay, jetzt holen wir die Sauce und machen sie auch gleich drauf. Jetzt nehmen wir die lecker Metaxa-Sauce und schütten die komplett drin. Und mischen das Ganze natürlich. Geil. Jetzt gehen wir
Flasche rum. Das würfeln wir jetzt seit 15 Minuten. Bei 180 Grad würfeln wir das nochmal jetzt schön durchziehen. Machen wir das nochmal drauf da. Und drehen das mal ohne. So. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe das Wichtigste vergessen. Ich habe schon gesagt, jetzt warten wir, dann sehen wir uns gleich wieder. Aber ich habe vergessen, den Käse drauf zu machen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Käse noch drauf. So. Gut, jetzt sind wir soweit. Jetzt lassen wir das Ganze 15 Minuten drin. So, Viertelstunde haben wir es jetzt drin. Jetzt machen wir mal eine dicke Runde. Oh ja, der Käse ist jetzt gut verlaufen, aber der ist halt noch nicht schön angeknuschtert, auf Deutsch gesagt. Jetzt holen wir deine Rippe. Machen wir das gerade weg, das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe das schon umgeschaltet auf indirektes Grillen. Und, wow, der Handschuh ist heiß. Und wir stellen dann jetzt einfach da rüber. Und da lassen wir jetzt noch einmal ca. 5-6 Minuten noch einmal schön, dass da ein bisschen Krust drauf ist. Gut, 10 Minuten haben wir jetzt rum. Jetzt gucken wir mal drauf. Ja? Sieht aber auch schon mal hammergeil aus, oder? Ich würde jetzt sagen, das holen wir jetzt runter und dann probieren wir das der gute Stigma. Da steht sie, die Gyros, neben der Taxasauce. Und jetzt probieren wir das leckere Teil mal. Und zwar machen wir jetzt ein bisschen Käse drauf, natürlich, klar. Ein bisschen Fleisch. Und auch ein bisschen Brot drauf. Heiß. Boah, geil. Und man kann mal ein bisschen Brot noch tun, gell? Oh, das ist geil. Oh ja, das ist richtig geil und lecker. Macht's einfach mal noch. Das Rezept dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, möchte ich mich über Abo und Like freuen. Euer Heiko's Barbecue.